mache heute das Turbo-Eis. Dazu muss man einen Tag vorher eine Dose Früchte in den Tiefkühler legen und dann etwas am nächsten Tag antauen lassen, damit es besser aus der Dose kommt. Anschließend den kompletten Inhalt in den Topf verschließen. Ganz wichtig, mit dem Spatel jetzt arbeiten. Genau 6 Sekunden auf Stufe 8, ein bisschen gegenrühren. Und schon ist das Eis fertig. Was man an Früchten nimmt, ist einem selbst überlassen. Ich habe in diesem Fall Mango genommen.